So, Jutta, ich habe mir mal gedacht, wir machen heute mal einen Ausflug. Wir fahren mal tot. Was hältst du davon? Ja, meine Idee. Ich dachte, du wärst total begeistert, aber naja. Aber das ist halt so, ne? Wir lassen uns ja den Spaß nicht nehmen. Wir fahren jetzt Bötchen. Ich bin da schon ganz heiß drauf. Alles scheißegal. Sie sitzt ja im Auto, sie fährt mit. Wir machen heute Bootstour. Habt ihr das eigentlich auch immer so zu Hause? Das ist eine super, super tolle Idee und denkst, wir machen mal einen Ausflug, nicht den ganzen Tag im Geschäft und nicht immer nur Tiere, Tiere, Tiere. Ist ja schön, mache ich ja gerne. Aber dann, boah, tolle Idee und ja, ja, meinetwegen. Boah. Aber liebe Freunde, wir lassen uns ja den Spaß nicht verderben, ne? Wenn wir uns was vorgenommen haben, dann ziehen wir da durch und wir gehen heute aufs Schiff und wir machen eine Rundfahrt. Tja, werdet ihr schon sehen, wird schon klasse sein. So, Jutta, war doch jetzt gar nicht so lang. Wir sind nur eine gute Stunde gefahren und jetzt sind wir gleich schon wieder da. Jetzt ist es soweit. Ist das nicht toll? Jetzt sag doch mal was. Du tust, als ob du noch nie auf dem Schiff gewesen wärst. Ja, aber schon so lange her. So, Jutta, jetzt ist gleich soweit. Boah, Norbert, jetzt ist es aber wirklich gut. Gleich noch ein paar Ecken. Und dann haben wir es geschafft. Krass, nicht so. Ich fahre 99 und da darf man. Aber nicht hier in den Kurven. Ist das in den Kurven anders? Dann fahre ich in den Kurven ein bisschen schneller. Hör auf! Oh, an der Nordseeküste. Boah, Norbert, wir sind nicht an der Nordsee. Ach, Wasser Hör ist Wasser. Auf. Und singen kannst du auch nicht. Ja, danke. Merke ich. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen und ich habe gar keine Jacken mit. Meinst du, wir sollen wirklich mit dem Schiff fahren? Wir lassen uns davon ein paar Tropfen nicht abhalten. Jutta, da ist er. Wir sind da. Na, Gott sei Dank. So, Jutta, wir sind da. Komm. Komm, geht los. Komm. Da ist die Mauer. Ja. Hier haben wir als Kind schon immer gezeltet und Fische gefangen. Ich bin früher von Duisburg und davor habe ich ja in Gladbeck gewohnt, mit meinem Moped hier bis zum Möhnesee gefahren und habe hier geangelt. Ganzen Tag geangelt, abends wieder alles zusammen, auf das Moped drauf und zack nach Hause. Meinen ersten Ausflug, den ich mit der Jutta gemacht habe. So erst in meinem Leben im Hotel mit einer jungen Frau. Mein Gott, das war hier am Möhnesee. Norbert, kommst du jetzt? Ja, ich komme ja schon. Ich muss ja nur noch was erzählen. Ach, wieder Stufen. Stufen verfolgen mich. Ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich ganz aufgeregt, aber mit den Stufen geht auch schon besser. Ne? Hier das Abspecken, ne? Da das Golf. Komm, Jutta. Fahrscheine bitte an Bord lösen. Guck mal, da in der Mitte der Mauer, da sieht man richtig, dass da ein neueres Stück ist. Mhm. Da ist damals im Krieg da so ein Torpedo reingehauen. Da hat ein riesen Loch in der Mauer gehauen. Und da gab es hier hinter, bergab, tausende Tote, viele Verletzte, alles zerstört. Ja, da haben also die Feinde damals vom Deutschen Reich, die heutigen Freunde, haben gedacht, die können die Trinkwasserversorgung so zerstören im ganzen Ruhrgebiet. Ist denen nicht ganz gelungen, aber gelungen ist denen. Riesenschaden, Riesentrauer. Das war schon eine Riesensauerei gewesen. Aber die haben tatsächlich geschafft, diese Riesenmauer in einem Jahr wieder fertigzustellen, dass Trinkwasser genug da war. Meisterleistung. Jutta, ist das nicht schön? Das ist das Westfälische Meer. Das ist einfach grandios. Ne? Das haben wir schon als Kinder entdeckt, als Urlaubsziel, als Reiseziel. Später zum Angeln. Später sind wir beide hier hingefahren. War das nicht noch schön? Und jetzt sind wir mal wieder da. Da ist ja mal toll so ein Tag, oder nicht? Ja, ist ja in Ordnung. Aber immer erst einen Mordbau. Ne? Und dann ja, ist ja auch in Ordnung. Was machen wir denn heute eigentlich hier? Überraschung. Aha. Warte mal ab. Überraschung. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich verrate nichts. Haha, euch auch nicht. Ihr müsst schon bis zum Ende gucken. Tut mir leid für euch.
Bitte, Schiff ist angekommen. Geht jetzt los. Wir lassen die mal eben aussteigen, da die paar. 1, 2, 3 sehe ich nur. Aber dann, unsere Schlange steht ja hier. Komm, wir steigen jetzt auf. Hast du die Karten schon, Julie? Nee, Karten habe ich noch nicht. So, Jutta, hab für dich extra ein Deck reserviert. Sehr schön. War gar nicht so einfach, aber. Ja. Wo möchtest du denn? Ja, hier so ein bisschen weiter vorne, ne? Ja, gut. Guten Tag, verehrte Fahrgäste. Wir begrüßen Sie recht herzlich an Bord der MS Möhnesee. Unsere Rundfahrt wird ca. 1 Stunde dauern. Zunächst einige Informationen aus der Geschichte. Nach nur 5 Jahren ist das nicht schön, ja? Die Möhnetalsperre in Betrieb. Jetzt haben wir hier einen schönen Platz. Jetzt bleibst du mal hier, denn jetzt kommt die Überraschung. Je, oh je. Gut, ja, wir haben es geschafft. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Wozu? Jetzt kommt die Überraschung. 200.000 Abonnenten. Boah. Das heißt, ihr, weil ihr abonniert seid, Darf ich trinken? Ihr, Moment. Das heißt ihr, weil ihr abonniert habt. Deshalb trinken wir beide uns jetzt einen Sekt. Prost. 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 Ja, das ist ja wirklich so. Man kann ja YouTube-Videos machen oder man kann es lassen. Wir machen welche. Und das ist so erfolgreich, weil ihr immer guckt, weil ihr immer tolle Kommentare gibt, weil ihr den Daumen nach oben habt. Da möchte ich Dankeschön sagen. Am liebsten würde ich mit euch alle anstoßen. Schade, dass ihr nicht dabei seid. Habt das ganze Schiff gebucht. Seht ihr ja, ist für uns alleine. Aber ich konnte nicht so schnell alleine so alle Bescheid sagen, weil auf einmal ging das so schnell. Die letzten 1.000 bis wir auf 200.000 ging so ratzfatz, da habe ich Jutta einfach eingepackt, habe gesagt, komm los, wir haben 200.000. Komm, wir müssen jetzt trinken. Wir trinken heute einfach mal für euch alle mit, ja? Prost. So, Jutta, komm mal mit. Wir machen jetzt mal Titanic hier. Oh Mann, du wirst ja immer verrückter. Kann gar nicht verrückter werden. Bist du schon, mein ne? Mein Notwachter ja gesehen, geht verrückter. So, dann stell ich mal hier hin. Mehr ist ja nicht möglich. Und dann macht man die Arme breit so und halt dich fest. Und ja, nicht reinfallen und jetzt singst du hier. Nee, ich kann nicht singen. Ja, ich würde ja gerne singen, aber du hast mir vorhin verboten, schon zu singen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das gesungen wird. Ja, dann sing mit. Du willst mich nur ins Wasser schmeißen. Eigentlich wollten wir das ja ganz vorne üben. Aber leider ist also hier die Belegschaft von dem Schiff nicht so nett und hat uns nach vorne gelassen. Weiß ich nicht warum. Bisschen Spaß muss das sein, aber manche gehen zur Arbeit und können dann nicht mehr lachen. Kennt ihr auch solche? Schreibt mal unten in die Kommentare. Bin gespannt. Jetzt ist die Fahrt schon vorbei. Das ist eigentlich schade, ne? Ja, war schön. Ja, hat dir doch gefallen, ne? Ja, hast ja auch was Gutes ausgesucht. Ja, ja, das meine ich. Hier, ne? Daumen hoch. Ich war wieder gut gewesen. Aber stimmt gar nicht. Wir sind ja gefahren, weil ihr so gut gewesen seid. Weil ihr meine unsere Fans, weil ihr so treu zu uns haltet und noch Kollegen animiert zu abonnieren. Und deshalb machen wir natürlich weiter Filme. Und das jede Woche 3 Stück. Und dann heißt, wir sehen uns nächste Tage wieder. Tschüss. Tschüss. Geht doch.